Hallihallo, ihr Lieben da draußen, und ein ganz, ganz herzliches Willkommen bei den Farmworkers hier im Grünfelderland. Und zwar im Projekt Legend of Farmers 2. Ja, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind jetzt noch unterwegs auf dem einen Feld, wo wir ja in der letzten Folge uns verabschiedet haben. Ja, ich habe jetzt offscreen so ein kleines bisschen weitergemacht. Also das heißt, wir haben nicht mehr ganz so viel. Dann haben wir noch drüben das andere Feld zu machen. Und ich glaube, dann sieht es schon ziemlich gut aus, weil dann haben wir schon mal ein paar Steine gut gesammelt. Genau. Und wir haben das Feld schon mal ein bisschen vorbereitet. Das heißt, wir können hier dann langsam anfangen anzusehen. Auf diesem Feld, wo ich jetzt gerade bin, das war ja mal die Wiese, die haben wir umgebrochen. Dort werde ich Raps drauf sehen. Und dort, wo die Zuckerrüben drauf waren, dort machen wir Wiese hin. Einfach deswegen, weil sich es dort einfach sinnvoller fahren lässt. Dort nochmal irgendeine Frucht jetzt gleich drauf machen. Sinnlos. Brauchen wir nicht machen. Was das vielleicht irgendwann mal wird, wird vielleicht irgendwann mal zum Wein. Ne? Zum Weinanbau. Dort müssen wir mal sehen. Weiß ich noch nicht genau. Genau. Aber ansonsten, wie gesagt, ist es jetzt so gedacht, dass hier, wie gesagt, also mein Saatplan ist im Endeffekt so, dass wir hier jetzt Raps drauf sehen. Genau. Raps hier daneben, wo ich jetzt gerade fahre, also von mir aus gesehen, vom Traktor aus gesehen, rechts daneben, ist Weizen drauf, und auf die anderen Felder werden wir noch ein bisschen Hafer drauf machen und ein bisschen Raps natürlich für die Dieselproduktion. Ja, denn die müssen wir ja dann auf alle Fälle bedienen können. Es muss immer Raps da sein, beziehungsweise muss immer Diesel da sein irgendwo. Und ich glaube, das wird ganz interessant. Das wird ganz gut. So. Gut, dann sind wir eigentlich schon fast durch. 3000 Liter Steine. Nicht ganz schlecht. Fetzt mir schon mal. Und hier drüben haben wir ja noch ein Feld. Da müssen wir auch mal gucken, ob wir das jetzt auch schnell noch hinkriegen. Oder ob wir zwischendrin erstmal Papiertüten wegbringen. Schauen wir mal. So, das ist Arbeiten im Akkord hier. Ah, hier müssen wir noch mal. Hier müssen wir noch eine Spur fahren. So, 3210 Liter Steine. Hätte ich nicht gedacht. Bin ich wirklich ehrlich. So, jetzt wird es natürlich extrem spannend, was es hier drüben auf dem anderen Feld noch gibt, was wir da noch haben. Also was da noch runterkommt. Schauen wir mal. Wir fahren mal rüber. Ihr Lieben, da müsst ihr jetzt durch. Da müssen wir jetzt alle durch. Aber das ist nicht so groß. Also wie gesagt, hier kommt jetzt Wiese hin. Das wird gleich sofort die Nahrungsbeschaffung für die Schafe. Wie gesagt, das kann man halt hier gut abmähen, ne? Also mit dem. So. Genau. Genau, das kann man halt hier sehr gut mit Mähwerken abmähen, und da brauchen wir ja viel Platz.
wenn ich so ein bisschen immer mache, entschuldigt bitte, ich habe seit dem Wochenende so extremen Heuschnupfen. Oh, da geht ganz schlecht weg. Meine Nase ist absolut dicht. Aber wir leben noch. Wir leben noch. Genau, ihr Lieben, wenn ihr mal Montag, Dienstag, Mittwoch nichts zu tun habt, dann kommt gerne einfach mal rein in unseren Stream. Die Jacqueline 11 ist auch wieder mit on point. Also die ist auch wieder mit am Start. Die kann auch wieder streamen. Ihr Internet ist jetzt wieder da. Ja, und das steht alles unten drunter, ne, bei mir im Profil. Also guckt da mal drauf, wie die Kids heutzutage sagen, checkt das mal aus. Yeah. Und dann, genau, lasst da mal ein Däumchen da auf alle Fälle. Mal ein Follow im Twitch. Immer 20, 30. Ne? Und ich glaube, unsere, also Nicole, Jacqueline, wie sie auf Twitch heißt, könnte sein, dass die auch andere Tage noch streamt, wenn es jetzt wieder funktioniert. Genau. Also wie gesagt, Follow da lassen, damit ihr nichts verpasst, wenn die gute online ist. So, dann würde ich sagen, ihr Lieben, das haben wir Adlai geschafft hier, das Feld. Ja, haben wir doch richtig was runtergeholt. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich bin gespannt, wie viel es jetzt wird. Ich tippe so 90%. Uah, scheiße. Mal gucken. Gebt mal einen Tipp ab. Wie viel Prozent machen wir das Ding noch voll? Na gut, 90% war zu viel. Ich habe es jetzt immer gesagt. Ich hab erst überlegt, ob ich 80 sage, aber selbst das wird wahrscheinlich zu viel sein. Aber ich habe jetzt halt 90 schon gesagt. Shit. Das Ding verliere ich. So. Es werden, was weiß ich, 75% werden es werden. Aber so schlimm ist es eigentlich gar nicht. Also das Steine sammeln ist jetzt gar nicht so schlimm. Auf so kleinen Feldern, ne? Wenn man jetzt natürlich ein riesen Feld hat. Hätte ich null Bock drauf. Na ja, gut, es wären 70%, nicht mal 70%. Krass! Wohin ging das so schnell voll und jetzt auf einmal nicht mehr? Mich so krass verschätzt. So, okay, aber wir können auf alle Fälle einige Rechnungen jetzt heute schreiben. Ah. Und wir haben, ihr Lieben, wir haben zwei Felder schon mal vorbereitet. So, sieht alles gut aus, glaube ich. Jawohl. Das sieht alles perfekto aus. Wunderbar. Guckt, hier liegen sie drin. Krass. Machen wir noch ein kleines Bildlein. So. Gut, okay. Dann würde ich sagen, 5370. 1370.
370 Liter nochmal dazu. Na gut, da haben wir schon ein bisschen was, ne? Also, schön, schön, schön. 1300 und 5000 nochmal dazu. So geil. So muss es sein. Gut, dann würde ich nämlich jetzt sagen, wir fahren jetzt runter zum LU, schaffen die Steine in das Silo rein, ne? Also in das Multifruchtsilo. Kippen wir das Zeug ab. Gucken mal, ob die irgendwo noch einen Kercher haben. Kerchern das Ding ab. Und ich hole meinen Anhänger wieder mit hoch. So, dann gucken wir mal. Ich bin mir gar nicht sicher, was das Ding kostet, ja? Dieser Steinesammler. Schauen wir mal. Das wird auch noch so eine Überraschung, was das Ding kostet. Ob das überhaupt was bringt. So. Knallen wir hier mal drüber weg. Was mich wahnsinnig macht, sind die Spiegel, ey. Müsste mal gefixt werden, irgendwie. Jo, sehr schön. Ach, da haben wir die Steine schon mal weg. Da müssen wir mal gucken, ob ich noch Kalk habe. Denn wenn ich keinen Kalk habe, kann ich jetzt gar nicht viel machen. Dann könnten wir im Endeffekt erstmal auf Weinberg ganz schnell fahren. Das wäre auch noch so eine kleine Aktion mal. Genau, da fahren wir dann auf den Weinberg mal schnell. Mal sehen, wie wir es von der Zeit her schaffen. So, wir kippen das jetzt erstmal hier ab. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das so schnell geht. Die hier einen Kercher irgendwie haben. Schauen wir mal. Kercher, 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 Kercher. Ah ja, hier. Sehr gut. So, Kercher. Reicht der bis hier rüber? Hier wäre einer gewesen, ne? Dann wird das noch mit waschen. Sehr gut, siehst du. Perfekto. Na, komm doch mal. So, dann fahren wir den wieder in die Durchfahrtshalle rein.
und ich nehme meinen Anhänger mit. Und gucken mal, ob wir das zeitlich noch schaffen, ob das noch Sinn macht, aber es wird wahrscheinlich sehr enge, noch auf dem Weinberg hochzufahren. So. Klack und das und weg. Zack, so. So, die Dinger ran, klack und zack. So. Gut. Wunderschön. Genau, knallen wir mal hoch an den Hof. Aber wisst ihr was, ich werde mit dem wahrscheinlich mal direkt zum Weinberg fahren, dass wir da dann gleich weitermachen können. Und der Weinberg, der muss jetzt gemacht werden, das hilft nichts. Hilft nichts. Obwohl, nee, wartet mal. Effektiver ist es, wenn ich jetzt bis zum Hof fahre, nehme die Spritze vom Weinberg mit. Und fahr zurück zum Weinberg. Und in der nächsten Folge machen wir dann den Weinberg gleich als erstes mit. Genauso sieht's aus. So machen wir das. So machen wir das. Genau, dann fahren wir jetzt zum Hof. Wir fahren jetzt zum Hof. Gut. Alright, alright, alright. Genau, das machen wir aber jetzt noch in der Folge auf alle Fälle fertig. Das heißt, wir fahren jetzt zum Hof, holen die Spritze, stellen den Anhänger ab. Vielleicht auf dem Waschplatz ganz schnell mal. Hängen die Spritze an, gucken mal, ob da überhaupt was drin ist. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Wenn wir das gemacht haben, dann mit der Spritze, also wenn wir die angehangen haben, dann fahren wir die rüber zum Weinberg, stellen die unter und dann sind wir für heute im Endeffekt erstmal fertig. Aber ich bin jetzt gespannt. Jetzt wird es eigentlich gerade spannend, ob die Spritze überhaupt voll ist. Bin mir gerade gar nicht ganz sicher. So. Genau. Schauen wir mal, ihr Lieben, schauen wir mal. Den stellen wir mal schnell zum Waschplatz. Wasser ist hier überall noch drin, wie ich schon gesehen habe. So. Zack und zack und das weg. Entschuldigung.
schnappen uns die Spritze hier. Das ist effektives Arbeiten, ihr Lieben. Das ist richtig effektives Arbeiten. Zack, und das ran und das ran. So, jetzt gucken wir mal, ob hier was drin ist. Nee, nix drin. Das hier war, glaube ich, Dünger. Ja? So, gut, okay. Dann schaffen wir die mal rüber noch zum Weinberg. Wenn wir das gemacht haben, ihr Lieben, dann sind wir nämlich erstmal fertig. Und in der nächsten Folge wird es so sein, dass wir dann gleich als erstes auf den Weinberg gehen. Hoffe ich. Es sei denn, es kommt wieder irgendwas dazwischen und irgendjemand hat irgendwas anderes zu tun, zu erzählen, wie auch immer. So, schauen wir mal. Die ganzen Felder hier, die müssen auch noch bestellt werden. Das müssen wir jetzt die nächsten Tage auch machen, unbedingt. Das ist wahnsinnig wichtig. Existenziell wichtig. Niedlich, das Ding. So, Gott sei Dank sind wir mit dem Traktor hier. Also der Massey ist ziemlich schnell. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Also wieder. Das ist furchtbar. So, ihr Lieben, dann haben wir es jetzt geschafft, auf alle Fälle. Die Spritze stellen wir hier mal noch unter. Das ist immer blöde, die kleinen Dinger. Mal. Ein bisschen geraffelt. Bei uns heißt es geraffelt. So. Lenk doch mal ein, Mann. Was ist denn nun? So. Zack und weg. So, und den Traktor, den stellen wir mal schnell hier rein. Denn den brauchen wir ja morgen grundsätzlich erstmal nicht unbedingt. Genau, weil, wie gesagt, in der nächsten Folge werden wir dann diesen Traktor hier nehmen und gehen hier auf den Weinberg drauf. So geht's. Das müssen wir nämlich noch alles machen hier, ihr Lieben. Oh, das wird noch Arbeit. Und dann müssen wir das ganze Ding spritzen, denn bis jetzt, guckt mal. Ah, jetzt steht's gar nicht da. Aha. Steht's jetzt nicht hier? Vorhin stand es hier. Naja, wer weiß. Okay, ist aber nicht so schlimm. Wie gesagt, wir werden den Weinberg in der nächsten Folge machen. Und die kleinen und großen Dramen ertragen, die wir hier im Grünenfelder Land haben. Wir sind aber für heute erstmal raus. Lasst ein Däumchen da, wenn es euch gefallen hat, wie gesagt. Und bis dahin, auf alle Fälle. Bis dahin. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Macht's gut. Tschüss und ciao.